Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrer Weihnachtsausgabe von Baida Primetime Magazin. Und extra für Sie gehe ich jetzt mit Ihnen über den St. Pauli Weihnachtsmarkt. Da gehen wir hin. Viel Spaß. Und jetzt habe ich eine ganz wunderbare Geschichte für Sie. Passt so richtig in die Weihnachtszeit. Marc Winski, einer unserer Ensemblemitglieder, hat eine ganz besondere Beziehung zur Musik. Gucken Sie mal hier. Bitte schön. Hi, name is Marc Winski and I'm from New York City. As you can probably already tell, I am a person who stutters. When I sing, I don't stutter. I'm not sure exactly about the scientific reasons behind that. It's just one of those miracles that kind of just happens. With singing, it kind of was an escape in some way. Singing now for over 20 plus years, it's something I've been doing for basically my entire life. It's something I always really felt at home on stage, and I guess really bringing, as cliche as this sounds, bringing joy, getting people to escape their everyday, give them a place to kind of forget their troubles for a little bit. Genau wie bei Ihnen zu Hause ist jetzt überall wunderbare Weihnachtsstimmung. Die Leute sitzen zusammen, die Familien treffen sich, man isst Pute oder was schönes Gebäck. Herrlich. Genau wie auf den Schiffen. Gucken Sie mal. Wissen Sie eigentlich, dass jedes Jahr ein Pfarrer extra für AIDA eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählt? Dieses Jahr ist es Gerion Alter, ein ganz wunderbarer Pfarrer, der zum Beispiel auch vor dem Grand Prix immer das Wort am Sonntag spricht. Bitte schön. Haben Sie keine Sorge, ich erzähle Ihnen jetzt keine rührselige Geschichte. Weder vom lieben kleinen Kind in der Krippe, noch vom schrecklichen Flüchtlingselend seiner Eltern. Ich möchte Ihnen von einem Video erzählen, das in diesem Jahr ziemlich Aufmerksamkeit erregt hat. Allein bei Facebook wurde es in diesem Jahr über 12 Millionen Mal angeschaut. Der kleine Film zeigt die renommierte Lernpsychologin Vera Birkenbiel bei einer ihrer recht unterhaltsamen Vorlesungen. Es geht um die Frage, warum wir Menschen uns so grandios über die kleinsten Kleinigkeiten aufregen können und manchen Ärger selbst nach Jahren noch nicht vergessen haben.
Die Psychologin greift zum Stift, zeichnet einen kleinen Menschen, seine Lebenslinie und die Grube, in die er am Ende fällt. Alle lachen. Auf der Lebenslinie ein Termin nach dem anderen, eine Aufgabe nach der anderen, eine Alltäglichkeit nach der anderen. Und dann malt sie über diese Linie des alltäglichen Einerleis einen großen hellen Stern, einen Fixstern. Menschen, die keinen Fixstern haben, sagt Vera Birkenbiel, Menschen, die keinen Orientierungspunkt jenseits des Alltäglichen haben, die sind ziemlich arm dran. Denn die machen aus Mücken Elefanten, die regen sich über die kleinste Kleinigkeit auf, oft noch nach Monaten und Jahren, und rauben sich so selbst alle Lebensenergie. Wir Menschen brauchen einen Fixstern. Wir brauchen etwas, das uns über den Alltag hinausschauen lässt, damit wir nicht in ihm untergehen. Und dazu feiern wir jetzt noch Weihnachten, das Fixsternfest par excellence. Wir haben seinen Stern gesehen, heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Da staunen Menschen darüber, dass es das, wonach sie suchen, wonach sie sich sehnen, tatsächlich gibt. Sie finden es in einem Gott, der sich ganz menschlich an ihre Seite stellt, sodass sie alles, was ihr Leben ausmacht, mit ihm teilen können. Und in einem Menschen, der auf eine Weise lebt, dass sie sagen, das ist geradezu göttlich, so kann auch unser Leben gelingen. Ich spreche von dem, der Mensch geworden ist, dessen Geburtstag wir heute feiern, Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie sich gut erholen, viel Neues und Schönes erleben und vor allem Ihren ganz persönlichen Fixstern finden, der Sie dann auch wieder gut durch den Alltag bringt. Nochmals ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und wenn Sie jetzt in der ganzen Festtagsstimmung vom Reisefieber gepackt sind, dann gehen Sie doch mal auf www.aida.de und gucken Sie nach, ob was für Sie dabei ist. Oder gehen Sie nach den Feiertagen in Ihr Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir reisen zunächst von Montego Bay zur Isla Catalina vor La Romana und nach Tortola und St. Martin. Es geht weiter zur kleinen Insel Antigua und nach Santo Domingo. Unsere Route führt uns nun nach Cartagena, Colón und Puerto Limón. Wir machen noch Halt in Grand Cayman und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Montego Bay. Und dann hat der Stefan noch eine Nachricht für Sie. Stefan? Und nicht vergessen, 28. Dezember, 24 Stunden live, der große Jahresrückblick auf AIDA, über AIDA, mit AIDA. Sie sind hoffentlich mit dabei. Viele Aktionen, spannende Unterhaltung und. Ich bin aufgeregt. Ich halte es kaum aus. Und Sie? So, meine Damen und Herren, jetzt ist der große Moment gekommen. Der Weihnachtsmann und ich, wir haben für Sie eine wunderbare Überraschung, vor allem auch als Dank fürs Zugucken, dass Sie uns so lange die Treue gehalten haben, dass Sie immer bei uns sind, dass Sie sich jeden Sonntag freuen, unsere Sendung zu sehen. Da habe ich hier drin, in dieser Kiste, eine Überraschung, die nur Sie von uns bekommen. Ich mache die gleich auf, ich will nur vorher was sagen. Das, was da drin ist, gibt es nur hier und nur umsonst und nur für Sie. Und das können Sie auf der AIDA-Seite auch runterladen hinterher. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Extra für Sie, The Stars Shine Brighter at Sea. Bitte schön. So many worlds to discover. Such treasure to uncover. So let us sail into the setting sun, to the wonders beyond the horizon. Time to let your
Shine.